Alles geben, immer eine gute Idee. Die Koffer sind gepackt, dann ab in Richtung Stadion. Über die Stairway to Heaven and Toiletten. Derweil in der verwaisten Sala. Heimlich und auf leisen Sohlen schleichen sich die Heinzelmännchen ein. Es sind die Praktikanten von RTL 2. Wir haben ihnen eine glänzende Karriere beim Fernsehen versprochen. Stattdessen müssen sie jetzt die Sala ratzeputz leer räumen. Tja, Freunde, Augen auf bei der Berufswahl. Und jetzt mal ein bisschen Tempo bitte. Nur weil wir in Thailand sind, heißt das nicht, ihr seid im Urlaub. Ob die Sala wirklich komplett leer bleibt, das entscheidet sich jetzt bei unserem bahnbrechenden Fernsehkarussell. Ein Spiel mit echt berühmten Promis, natürlich kostengünstig in der Pappversion. Vielleicht sollst du das T-Shirt noch vorher anziehen, oder? Ja. Ich habe nur nicht so ganz einen Schweiß an meiner Haut. Bitte lauf nicht so schnell. Die Gewinner. Oh, mehrere Karten. Liebe Reality-Stars. Willkommen zum heutigen Spiel Fernsehkarussell. Wir mussten sofort, okay, wir werden verkacken. Böse Zungen behaupten, dass jeder Reality-Star austauschbar ist, also nicht nur du. Nach nur einer Show und den gefühlten 5 Minuten Fame hat man die meisten schon wieder vergessen. Quasi aus den Augen, aus dem Sinn. Richtig? Mit Fragezeichen. Genau darum geht es im heutigen Spiel. Sorry. Wie gut könnt ihr euch noch an die Stars vergangener Reality-Sendungen erinnern? Oh. Ui. Boah, da bist du gut drin, oder? Ich weiß es nicht. Was sollen wir hier? Was machen wir hier? Warum gehen wir nicht gleich wieder? Mit so etwas belaste ich mein kostbares Gehirn doch nicht. Nehmt auf dem TV-Karussell Platz. Während ihr euch im Kreis dreht und gegen den Drehwurm kämpft, bekommt ihr eine Frage gestellt. Die Antwort, ein Reality-Star, findet ihr am Ende der Rutschfläche. Da sind Geist und Körper gleichermaßen gefordert. Achtung, ihr habt nur 7 Sekunden Zeit, die richtige Antwort einzuloggen. Sonst gibt es keinen Punkt. Pro richtige Antwort könnt ihr euch wertvolle Zeit für die anstehende Bestrafung erspielen. Scheiße. Kleiner Tipp, anstrengen lohnt sich diesmal wirklich. Boah. Dass wir die Sala ausgeräumt haben, bleibt eine süße Überraschung. Was die Stars auch nicht wissen, je mehr Punkte sie erspielen, desto mehr Zeit bekommen sie nachher, um ihren Krempel wieder einzuräumen. Eine faire Sache, zumindest theoretisch. Und rutschig wird. Darum kriegt ihr ja jetzt auch sexy Helme. Ich bin ja noch relativ jung in der Branche. Deswegen vertraue ich da ganz auf die Fähigkeiten von jedes. Wieso eigentlich einen Helm aufsetzen? Wozu eigentlich? Das merkst du gleich. Ja, ich habe ihn gesehen. Ich weiß genau, wo wir hin müssen. Die Stars haben nur 7 Sekunden Zeit. Das war schneller, als ich gedacht hätte. Klar, wir wollen doch, dass es euch Spaß macht. Oh mein Gott. Okay, komm, schnell mit. Schnell. Ich hab ihn hinten gesehen. Hier, push mal. Komm her. Ich hatte so einen gewissen Drall in diese Richtung, wollte aber um jeden Preis nicht zurückbleiben. Glückwunsch, Punkt für euch. Nicolas Puschmann war der erste Märchenprinz. Wo läufst du hin? Könntest du ein bisschen abkürzen mit dem Drehen? Ich kotze sonst. Na komm jetzt. Du musst deinen Blick immer wie beim Ballett den Kopf mitdrehen. Ronald, der Nussknacker. Oh, ist aber heiß. Ja, auf dem Karussell sind alle gleich schnell. Ob arm oder reich, alles ist gleich. Ja. Heinrich, der Richard David Precht des Trash. Ein paar Runden drehen ist ja wie auf dem Karussell fahren, auf der Kirmes. Und bei der Kirmes muss man noch bezahlen und hier hat man es doch umsonst. Schneller! Heinrich! Heinrich! Auf dem Karussell fahren alle gleich schnell. Schnell. Schnell? Ja, heftig, schnell.
Papa war schwindelig, aber ich habe überhaupt keine Ahnung. Nee, ich weiß nicht, wer es ist. Ich weiß nicht. Wer war mit Lena Gerke zu. Oh, Alter, ich weiß es nicht. Der eine war Prinz Charming. Da wusste ich, der kann es jetzt sein. Lena Gerke, ich weiß es nicht. Ja, komm, dann nehmen wir irgendeinen. Nein. Lena Gerke. Mark Foster ist ein Sänger, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Nein, da müssen wir weiter. Das weiß ich nicht. Und dann der Honey aus dem Dschungelcamp, der ist. Nicht ganz knusper. Egal, eure Zeit ist eh längst um. Ja, ich kenne den auch nicht. Ich kenne sie nicht. Der ist schwul. Wir sollen es andersrum kennen. Kenn ich. Sie tippen auf Sami Khedira. Falsch. Ist er falsch? Lena Gerke kenne ich ja nicht. Jay Khan wäre richtig gewesen, leider kein Punkt. Das rutscht wie die Feuerwehr. Jetzt die Ratefüchse Elena und Yassin. Ja, keine Ahnung. War einfach gleich so, easy. Der war Dani Büchner, glaube ich. Wer ist Dani Büchner? Hä? Wer ist es? Dani Büchner ist da vorne! Hat aber richtig Wumms, das ging richtig schnell. Also hätte man da einmal kurz losgelassen, wäre es quer durch das Ding geflogen. Die dritte von vorne, da, Lani! Die dritte? Ich glaube, ich weiß es nicht! Ja, okay, probieren. Geh auf den Boden! Komm! Elena, ein Profi durch und durch. Die erste Frage, da wusste ich, dass meine beste Freundin das ist. Wer ist deine beste Freundin? Dani Büchner. Mögt ihr euch? Nein, natürlich nicht. Ist das Dani Büchner? Richtig! Ja! Yes! Macht einen wohlverdienten Punkt. Zum Glück habe ich vorher nicht gesoffen. Hello again, hier kommt die nächste Frage. Foster? Hast du schon gesehen? Wenn er das ist, kann sein, dass ich ihn verwechsel. Ja, hast du den schon gesehen, Markus? Der hat eine Brille, oder? Keine Ahnung. Der hier vorne ist, das ist Mark Forster. Wer ist das? Keine Ahnung. Sollen sie sich doch alle da daten oder hin und her? Gucken. Los. Lass uns ihn einfach leben. Doch, komm, Mark Forster. Willis und Paco tippen auf Marky Mark Forster, der war es aber nicht. Wer war es denn? Olli Pocher, leider kein Punkt. Oh. Ja, wer rechnet auch? Ja. Sorry. Frag mich, warum bin ich überhaupt in diesem Business? Ich habe keine Ahnung über. Ich hätte jetzt gedacht, dass sie niveauvoller gedatet hat. Und deswegen hätte ich niemals mit Oliver Pocher gerechnet. Du bist auf jeden Fall auf der Zielscheibe jetzt. War ich schon. Hey, jetzt noch mal. Grüße an Olli. Wir finden dich so hochwertig, dass du hier gerne mal mitmachen darfst, wenn Amira dich lässt. Okay, wer war Legats Tautenopfer? Nee, wer war das? Eine Torte ins Gesicht gekriegt. Die hat er den reingeschlagen. Wir sind halt so das Urgestein. Sind also relativ wie sagt man? Follikel? Ja. Reality Fossile. Genau. Also kleine Lämmer werden groß. Ja. Heinrich, komm, das ist die Helena Fürst. Ja. Komm. Oh, schneller, wir müssen schneller. Das ist rutschig. Maria, hilf. Die hilft dir jetzt auch nicht. Hier. Halt mal deine Sterne. Ob ihr recht habt oder nicht. Bingo, die Fürstin war aus. Ein Punkt, Kassala. Der hatte voll die Torte ins Gesicht geknallt. Ja. So, nächste Frage. Wer hat den dreifachen Rittberger geschafft? Ich hatte ja überhaupt keine Ahnung von der ganzen Sache. Weil immer wieder Reality-Stars abgefragt werden, nicht Politiker. Logo, wir machen schließlich seriöse Unterhaltung und keine politische Talkshow. Wer ist das alles? Ich habe keinen blassen Schimmer. Er? Nee, niemals. Wer ist da alles? Ja, komm. Hier. Nein. Was? Nee, nicht Schlag den Star. Falsch, es war Evelyn Bodecki, die Wonder Woman des TV-Geschäfts. Ich habe mittlerweile gehört, der Name sei Bodecki gewesen, habe ich mir jetzt gemerkt. Aber ich schmeiße es in 2 Stunden aus dem Gedächtnis wieder raus. Also frag mich morgen bitte nicht nochmal. Wer war der erste Dschungelkanzler? Ist das nicht Bodecki gewesen? Was? Evelyn Bodecki! Costa Cordalis, glaube ich. Okay. Oder? Keine Ahnung, ich weiß nicht, wer das ist. Wie sieht er aus? Rutsch nicht raus. Wer ist das? Dirk, wer hört der Costa? Oh. Ich bin mir aber nicht sicher. Ja, egal, komm. Richtig? Richtig! Wow.
Ein Punkt aufs Zeitkonto. Sehr elegant, Paco. Da mit der Brille, das hier ist der Fünfte. Sicher? 1, 2, 3, 4, 5. Neben Evelyn Budecki. Elena tippt auf Ralf Schmitz. Dabei ist der längst zur Konkurrenz übergegangen. Ja, das sieht so aus, ja. Jan Köppen ist der neue Schmitz. Da ist er. Hä? Aber der moderiert doch diese Kacke. Früher, Elena. Der moderiert doch das, weiß ich doch. Der mit der Brille. Das war der. Ein Fall für den Faktenchecker. Wir erzählen keine Märchen hier. Bei uns ist alles Wissenschaft. Jan Chakalaka moderiert. Weiß der Chakalaka? Ich kenne ihn nicht. Wer heute schon der Fairness hinterher? Ja, okay, das wussten wir beide. Es kann nur einer sein. Komm, 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 komm! Sankt Elena, die Schutzheilige der Fairness. Das war immerhin bereits der 5. Punkt. Ich glaube, ich weiß wer. Ja? Ich glaube, ich weiß. Ich bin mir aber nicht sicher. Was ist Kami? So eine alte. So eine alte Frau? So Mädel. Nee, so Mädel. Ich glaube, das ist die 5. oder 6. Folgt mir einfach, okay? Ich folge dir. Komm mit, komm mit, komm mit, komm mit, komm mit, komm mit. Nee, das ist nicht. Nee, scheiße, 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 scheiße. Wer ist Hani? Wer da müsste selber drauf kommen. Boah, fuck, keine Ahnung. Wer ist Hani? Wer? Keine Ahnung, die alte, nein. War schon mal die, oder? Die. Weiß ich nicht. Mal, das ist diese Giselle. Wer ist das? Zeit ist aus. Wer ist denn Hani? Alexander Keen oder Keen oder so. Ja, sorry, welcher Mann nennt sich Hani? Stell dir vor, du heißt Luli. Luli. Ja, der hier unser Roland. Boris Becker. Boris Becker auch. Ja, sicher. Heinrich, wir müssen Boris Becker finden. Ja. Boris Becker ist es. Vorsicht. Au, au, das macht ja nichts. Ist ja gut gepolstert. Heinrich, renn zu Boris Becker. Ja. Hätte ich dich mit an die Arme gefasst oder an die Füße, hätte ich sie rangezogen. Was? Boris, wo bist du? Wo ist Boris? Zeit ist aus. Ganz am Ende, ganz am Ende, ganz am Ende. Und dann hatten wir zwei alte Böcke, den allerletzten. Wir hatten den weitesten Weg. Zu spät, aber inhaltlich richtig. Der Boris war es, der alte Schwerenöter. Oh nein! Oh nein! Ist aber gemein. Warum so langsam? Bitte macht eine milde Gabe für uns. Bitte, bitte, macht eine milde Gabe. Wir haben es doch richtig. Ja. Vergiss es. Sorry. Kann ich ja gar nicht schaffen in 7 Sekunden. Und dann von da hier bis hier. Ja, und wir Alter. Regeln sind Regeln. Fragt den Boris, der kann euch das bestätigen. Wir hätten ja uns auch hier vorne irgendjemand geben ja, können. Ja, Ein Versuch haben wir noch. Welche Seite möchtest du? Scheiße. Ist ja wohl keine, ist ja scheißegal. Wir bleiben noch beim Thema deutsche Hochkultur. Mit wem waren Sie denn nochmal? War das Dani Büchner? Glückwunsch an Dani. Wenigstens bei uns ist sie in aller Munde, ein erster kleiner Schritt in Richtung Ab. Stopp! Stopp! Na, wie heißt das Zauberwort? Schluss jetzt! Stopp! Richter Ronalds Magen gibt wohl gleich eine Revision. Oh, alles gut? Ja, ich dachte, Mensch, mir fliegt gleich das Frühstück aus dem Gesicht. Mir ist übel. Okay, okay, komm, 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 komm. War das Dani Büchner? Oder war sie? Oh, nee, ich glaube, sie. Ich glaube, die waren im Sommerhaus. Ich hoffe. Oh Gott, ich hoffe. Hoffen und Harren macht manchen zum Narren. Falsch! Es war Xenia, Prinzessin von Sachsen. Ich kannte Boris Becker, ich kannte Dieter Bohlen und ich kannte den Pocher. Und da war Schluss. Das Ergebnis des Fernsehkarussells, magere 5 Pünktchen, die jetzt in Sekunden umgerechnet werden, um die Sala wieder einzuräumen. Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht und ich konnte da mich ganz auf dich vertrauen. Ey, was? Oh, ja, das macht der Alkohol. Das war aber gemein, die 7 Sekunden, gell? Komm. Kann mir jemand sagen, wer Hani ist, bitte? Wer?
Wie soll ich hier denn jemals ein Spiel gewinnen, wenn ihr immer mit diesen nichts bedeutenden Reality-Stars kommt? Gibt's auch noch andere? Was soll's? Auf unsere karussellgebeutelten Stars wartet jetzt eine faszinierende Überraschung. Ach du Scheiße. Guck mal, das ist alles weg, alles draußen. Die ganze Sala war komplett leer. Ich hab das von Weitem gesehen und ich meinte nur so, um nicht zu weinen, habe ich gelacht. Das Bett ist draußen. Ihr habt einfach unsere komplette Sala leer geräumt. Wir hatten gar nichts mehr. Kein Stuhl, kein Hocker, der Wasserkocher, der Toaster, die Kaffeemaschine, es ist ja alles weg. Alles ist draußen, juhu. Ja, genau. Ach du Scheiße. Ach mein Gott. Ich wusste nicht, soll ich weinen, soll ich lachen? Es sah super witzig aus, alles auf diesem Haufen, aber gleichzeitig dachtest du dir auch. Fuck, fuck, fuck. Ey, endlich ist es sauber! Die Sala ist sauber. So sauber haben wir sie seit 3 Wochen nicht mehr erlebt, voll. Die Sala. Welch Glück, dass die Kameras noch da sind. Hier ist ein Brief. Hier ist ein Brief. Oh, oh. Ein Brief, ein Brief. Krass. Ihr lasst euch echt immer wieder was Neues einfallen. Oh, nee. Liebe Reality-Stars, beim Spiel Fernsehkarussell wurde nicht nur ihr durchgewirbelt, sondern auch die Sala steht auf dem Kopf und wurde leergefegt. Doch keine Sorge, ihr habt gleich die Chance, eure Bestrafung zu mindern und die Sala mit dem nötigsten Inventar zu füllen. Okay. Pro erfolgreiche Runde habt ihr euch 1 Minute zum Einräumen der Sala erspielt. Somit habt ihr insgesamt 5 Minuten Zeit, um euer wichtigstes Hab und Gut wieder in die Sala zu tragen. Ihr müsst die Objekte auf ihren korrekten Platz stellen. Nur dann bleiben sie euch erhalten. Nett, oder? Vom Spiel erholen könnt ihr euch ja später noch. Ey, aber du weißt nicht, wem welcher Koffer gehört. Ich stell erstmal alles rein. Heinrich macht den Bett. Ja, okay. Wir machen erstmal alle Betten rein. Ingrid kann nicht so schnell laufen. Ja, Ingrid muss dann mein Bett machen. Ich mach alle Koffer. Wir machen die Betten machen alle zusammen. Wir. Die Betten machen wir alle. 5 Minuten, boah, das wird anstrengend. Schon. Ne, wir nehmen das. Heinrich hier, mein Bett. Wie lautet denn der Masterplan? Gibt's überhaupt einen? Gas geben, Gas geben, Gas geben. Ja, wie ist der Gang? Immer 2 Personen zusammen kriegen ein Bett rein. Und eine Person alleine macht die Koffer. Weil ansonsten würden wir uns im Weg stehen und das hätte alles gar keinen Sinn gemacht. Los, renn! Renn! Bitte alle die Augen zumachen, gleich gibt es einen grausamen Unfall. Aua! 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 Keine Angst, das Bett ist heil geblieben. Halt, der Stahl bricht ab! Der Stahl bricht ab! Ach, das war keine gute Idee. Ich kann nicht mehr. Ich schwör's dir. Einzelne. Es war sehr, sehr anstrengend. Das erste Bett ging gut. Beim zweiten wurde es schon ein bisschen anstrengender. Das dritte war Katastrophe. Die Koffer, die Koffer, die Koffer von den Betten. Wen gehört der? Okay. Die 5 Minuten waren sehr anstrengend, bei 37 Grad hin und her zu laufen. Lass los, geh nochmal zurück, lass los! Ich fand es sogar fast wieder geil, so Action hier drin mal wieder zu haben. Unter Zeitdruck, bam, 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 bam. Was brauchen wir noch? Komm schnell mit, ne? Okay, fertig. Die Zeit ist aus, die prominenten Möbelpacker waren überraschend tapfer. Sie haben alle Betten und alle Koffer gesaved. Gut. Die Taktik ging auf. Erste Priorität, die Betten rein zu transportieren und zweitens gleichzeitig die Koffer. Das ist gelungen, alles andere war in 5 Minuten nicht zu machen. Heimat, deine Sterne! 9 Stars, 9 Helden, sie haben alle Betten wieder drin, sowie ihr sämtliches sinnloses Übergepäck. Man möchte ihnen ein Denkmal errichten. Nur Stühle haben sie keine mehr. Stark zusammengehalten.